Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch, denn heute soll es mal wieder ein Unpacking geben. Und zwar hat die Bloggerbetreuung von Bücherbüchse.de mich gefragt, ob ich mit euch nicht zusammen diese Valentinsbox von Bücherbüchse auspacken möchte. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Paket und ich freue mich schon sehr, mit euch das zusammen jetzt hier auszupacken. Und ja, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als kleine Anmerkung vorweg, ich weiß nicht, wie doll das bei euch im Video jetzt hallt. Ich bin ja mitten im Umzug im Moment gerade und meine Räume sind alle schon relativ leer. Es ist auch hier im Büro nicht mehr wirklich viel drinne. Nur meine Bücherregale stehen noch und halt hier der Computer steht halt hier noch. Aber ansonsten ist das Zimmer leer, deswegen hallt das hier drin schon so ein bisschen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt im Video nicht zu schlimm hallt. Also falls ja, entschuldigt, aber aufgrund dieser ganzen Umzugsthematik geht es leider nicht anders. Dann halt das halt mal jetzt ein bisschen. Und fange jetzt aber erstmal damit an, hier in dieses Schätzchen reinzugucken. Ich muss jetzt mal gucken, wie das aufgeht. Ah, hier. Ich habe mir ein kleines Messer geholt, was noch nicht im Karton war, Gott sei Dank. Und damit machen wir das Ganze jetzt mal auf. Ich lege es mal beiseite und dann gucken wir jetzt hier einfach mal rein. So, wartet. Ich muss noch die Öffnungstechnik verstehen. Ich brauche dazu mal ein bisschen länger wie andere. Ah, wartet. Okay. So. Haha, ich habe es. So, wartet. Wir gucken jetzt einfach hier mal rein. Und so sieht die Box erstmal von oben aus. Dann haben wir hier, ja, Officer. Ich glaube, das kennt ihr alle. Wenn ihr die Bücherbüchse kennt, dann ja, kennt ihr das hier auf jeden Fall. Das war hoch. Die Spoilerkarte zur Valentinsbox auf jeden Fall. Das gab es auch auf der Internetseite anzugucken. Und ja, wenn ihr Bücherbüchse kennt, dann kennt ihr das hier auf jeden Fall auch. Und ja, dann haben wir hier ganz viel Verpackungsmaterial. Und oh, ich sehe hier schon viele, viele coole Dinge. So, wartet mal. Ich stelle die mal auf meinen Schoß. Ich glaube, das geht dann besser. Oder wartet mal, kann ich die? Dann machen wir das so. Dann stelle ich hier mal das hin, was in der Box ist. Und dann können wir so ein bisschen zusammen reingucken. So, wartet. Okay, als nächstes habe ich hier einen coolen Becher. Heißer als die Polizei erlaubt, steht da drauf. Und ich finde ja diese Becher hier echt cool, weil man die immer wieder verwenden kann. Und ja, ich nehme diese Becher immer gerne für Tee. Und ja, ich finde sie sehr, sehr cool und sehr, sehr praktisch. Also ich mag solche Becher wirklich sehr, sehr gerne. Also sehr cool, dass da einer drinne war. Den kann ich mir dann gleich noch mit ins Büro nehmen, weil da fehlt mir nämlich noch so ein Becher für die Arbeit. Und ja, sehr, 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 sehr cool. Und hier steht, heißer als die Polizei erlaubt. Ich weiß nicht, Kamera? Heißer als die Polizei erlaubt. Wuhu! Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich stelle den Becher mal mit hier hin. Dann haben wir als nächstes, oh Gott, es ist voll schwer. Eine Badebombe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Eine richtig, richtig große, dicke Badebombe. Und die sieht richtig cool aus, auch so von der Farbe her. Jetzt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Und die riecht auch gut. Aprikosenöl ist das, was hier in der Badebombe drin ist. Sehr, sehr cool. Und die kann man, also die kann man hier wohl auch wiederverwenden, die Badekugel. Was ich sehr, sehr cool finde. Hier steht drauf, dass man die dann einfach aus dem Wasser nehmen soll. Wenn das genug ist. Und dann kann man sie beim nächsten Mal wiederverwenden. Das finde ich ja sehr, sehr nice. Richtig, richtig cool. Eine Badebombe. So, warte, die stellen wir auch noch mit hier hoch. Dann lass mich weitersuchen. Oh Mann, was ist das denn? Oh, lecker! Dann haben wir hier als nächstes Schmeckt mich. Schmeckt mich! Lecker, lecker Schaumzuckerherzen sind da drin. Ich liebe Schaumzucker. Ich habe das als Kind schon immer total gern gegessen, so Schaumzucker. Früher hat man da ja mal Mäusespeck dazu gesagt. Und ja, ich fände das richtig, richtig lecker. Und da ist eine Tüte mit drin. Oh, lecker! Das ist sehr, sehr cool. Jetzt haben wir schon für was zu trinken, für die Badewanne und was zu naschern. Finde ich sehr, sehr gut. Lecker, lecker. So. Was haben wir jetzt hier noch? Eine Leseprobe von Kissing Lesson. Das Buch habe ich ja schon gelesen und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Kissing Lesson ist ganz, ganz toll. Ist eine richtig tolle Geschichte. Und dann haben wir einen Spoiler hier drinne zu dem Buch, was drinne ist. Und dann lasst mich mal weiterwühlen. Moment.
ich hier nichts übersehe. Oh Gott! Ich will nochmal gucken, dass ich hier nichts übersehe. So. Ich müsste alles haben. Gut, dass ich gerade im Umzugsstress bin, ist nicht schlimm, wenn hier alles voll liegt. So, ich habe alles. Ich habe noch das hier im Karton gehabt. Eine richtig coole Zeichnung zum Buch, wie ich mal schätze. Das Thema ist ja Officer. Und ja, finde ich sehr, sehr cool, weil man immer so Zeichnungen hat. Und dann haben wir natürlich noch das Buch, was mit im Paket ist. Und das Buch ist Dutty and Desire, vorsätzlich verliebt, von Tessa Bailey. Ich finde es sehr, sehr cool. Also ich hatte es geahnt, dass dieses Buch in der Box drin ist, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich mir das Buch auf jeden Fall noch holen wollte. Und ja, das ist ja ein Liebesroman und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, das klingt einfach ganz toll. Charlie und Eva sind Freunde mit gewissen Vorzügen. Für Charlie ist dieses Arrangement perfekt. Als angehender Cop investiert er jede freie Minute in sein Training. Eine Beziehung würde immer nur an zweiter Stelle stehen. Deshalb lässt er sich erst gar nicht auf etwas Ernstes ein. Eva ist daher das Beste, was ihm passieren konnte. Nur leider streicht sie plötzlich die gewissen Vorzüge, um nach dem Richtigen zu suchen. Verdammt. Irgendwie muss sie sich doch überzeugen lassen, dass sexy Nicht-Dates mit Charlie besser sind als echte Dates mit irgendwelchen langweiligen Schnöseln. Notfalls auch mit kreativen Mitteln. Und ja, ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll. Das klingt nach einer richtig tollen Liebesgeschichte. Und ich mag ja so Liebesgeschichten, wo so beste Freunde dann mehr füreinander empfinden und sich verlieben. Und ja, das ist ja so voll mein Ding. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf Dutty and Desire. Und ja, das Schätzchen hier war auch jetzt noch mit im Paket. Wie gesagt, dann haben wir hier jetzt noch das Bild. Moment, kriegen wir das hier noch mit hin? Ich stelle das jetzt einfach mal hier so hin. Und ja, dann haben wir hier noch eine Postkarte zu Dutty and Desire. Und ja, hier ist natürlich auch noch was draufgeschrieben vom Bücherbüchse-Team. Ich lese jetzt hier mal nicht alles vor, aber ich lese euch mal so einen kleinen Auszug vor. Hallo ihr Lieben und willkommen zur zweiten Valentinstag-Spezialbox. Wir haben wieder richtig heißen Stoff für euch. Dieses Mal einen Polizisten, zu dem wir definitiv nicht Nein sagen würden. Also öffnet die Süßigkeiten und macht euch auf eine Geschichte voller Liebe, Sex und Spaß gefasst. Mehr verrate ich euch nicht, was hier steht. Und ja, also diese Postkarte ist auch noch mit im Paket. Und dann, oh, jetzt ist es leicht umgekippt. Und dann haben wir hier noch eine zweite Postkarte. Und hier steht drauf, niemand versteht sich so wie wir, ganz ohne Worte. Und die finde ich eigentlich auch ganz süß. Ich muss die mal vor mein Gesicht halten, damit die Kamera die mal halbwegs scharf stellt. Und ja, wie gesagt, die Leseprobe zu Kissing Lesson ist hier noch dabei. Und das ist alles in der Valentins-Spezialbox von Bücherbüchse drinne. Und ich finde die sehr, sehr cool. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich bei solchen Boxen immer eher skeptisch bin, weil ich halt auch Boxen schon gesehen habe, wo echt viel Schnulli drinne war. Und ja, aber ich muss sagen, hier in der Bücherbüchse-Box waren jetzt echt coole Sachen drin. Also zum einen natürlich das Buch, dann der Speck hier, den finde ich sehr, sehr cool. Da freue ich mich dann schon drauf, den zu mampfen. Dann haben wir hier noch diese richtig coole Badekugel. Also wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch keine Badekugel, die man mehrfach verwenden kann. Also man kann die sicherlich auch komplett in die Wanne schmeißen und dann ist die komplett aufgelöst. Aber man kann sie halt rein theoretisch rausholen und dann wiederverwenden. Das finde ich sehr, sehr cool. Und halt auch diesen Thermobecher finde ich sehr, sehr nice. Also ja, sowas mag ich. Und ich finde, es sind sehr, sehr coole Sachen drin in der Box und nicht nur irgendwelcher Schnulli. Wie bei anderen Boxen. Also ich habe letztens irgendwo eine Box gesehen, da habe ich gedacht, was ist das denn alles für Kikifax da drin, ne? Und ja, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Inhalt der Valentinsbox und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch drauf, das Buch hier zu lesen und es mir mit diesen Sachen hier gemütlich zu machen. Und falls ihr Interesse an einer Bücherbüchse-Box habt, ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox. Ich habe diese Box jetzt netterweise von Bücherbüchse kostenfrei zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch das immer sage, wenn ich irgendwelche Kooperationen habe oder irgendwas. Und ja, Bücherbüchse hat mir diese Box kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch einfach mal vorstellen kann, damit ich euch mal zeigen kann, was in dieser Box alles drin ist. Die Valentinsbox kostet jetzt 29,99 und ich finde, für 30 Euro ist das okay, was da drin ist. Also wir haben ja diesen coolen Becher, die fette Badekugel, dann den Mäusespeck und das Buch und halt hier noch die Zeichnung. Und die zwei Postkarten und die Leseprobe. Und ich muss sagen, also für 30 Euro finde ich das völlig okay und völlig gerechtfertigt. Ich habe schon, wie gesagt, andere Boxen gesehen, wo weniger cooler Stuff drin war. Und
mehr Kikifax und die waren teurer, die Boxen. Und ich muss sagen, wie gesagt, für 30 Euro finde ich das super okay, was in der Box ist. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall alles zur Bücherbüchse unten einmal in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, falls euch solche Bücherboxen interessieren. Wie gesagt, ich finde, für 30 Euro ist das vollkommen okay, was hier drin war. Denn allein, wie gesagt, solche Becher sind ja schon immer ein bisschen teurer und auch solche Badekugeln sind nicht gerade sehr günstig. Und ja, das Buch kostet natürlich auch immer noch seinen Teil, ne? Und ja, ich freue mich gerade über den Inhalt. Ich finde es super cool. Und ich wollte euch die Bücherbüchse einfach mal vorstellen und euch zeigen, was da alles so Cooles drin ist. Wie gesagt, das war jetzt die Valentins-Spezialbox. Und ansonsten gibt es jeden Monat eine neue Box mit einem neuen Thema. Und natürlich ist der Hauptinhalt jeder Box immer ein Buch, wo rundherum dann noch der passende Stuff dazu geliefert wird. Und ja, vielen, vielen Dank an Bücherbüchse natürlich auch, dass ihr mir diese Box zur Verfügung gestellt habt. Ich freue mich riesig über die Sachen, die hier drin sind. Und ja, wenn die richtige Box mal kommt, dann werde ich mir auch auf jeden Fall mal wieder eine gönnen. Ne? Also die aktuelle Box ist nicht meins. Ich weiß, was für ein Buch drin ist. Ich weiß, dass sich viele auf dieses Buch mega freuen, aber ich weiß, dass es nicht meins ist. Ich halte aber auf jeden Fall die Augen mal offen bei den zukünftigen Boxen und ja, kann mir vorstellen, dass ich mir dann doch mal eine Box gönnen werde. Und ja, das war's an dieser Stelle auch von mir. Ich wollte euch dann natürlich berichten, wie mir das Buch hier gefallen hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ja, ich mache mir jetzt einen heißen Kakao und mache es mir mit meinem Speckchen hier gemütlich und wünsche euch noch einen schönen Abend oder Nachmittag oder wann auch immer ihr das gucken werdet und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.